Vor gut einem halben Jahrtausend bei Nacht. Da haben die Bauern ein Feuer gemacht. Es war kein Kartoffelkraut, war auch kein Holz, was die da verbrannten. Sie waren darauf stolz, dass endlich die Knechtschaft, die Angst und die Schmach, ein Funken von Hoffnung auf Leben durchbrach. Ist Leben, Freund, schau zu, dass dies Feuer immer brennt. Hol dir den Zucker, ich blas in die Glut, werde dir Wunder, ob ihr macht mir Mut. Bis jeder vom anderen die Heiterkeit kennt. Das Feuerchen flackerte, aber nicht lang. Da ward es den Herren in den Burgen so bang. Sie zogen ins Feld mit Kanonen hinaus und machten den Armen im Nu den Gang aus. Gar viele verendeten auf den Schafott und tausende fanden am Galgen den Tod. Fast nirgends hat nun mehr ein Feuer gebrannt. Doch graue Schwalben stiegen aus jedem Dorf. Und unter der Asche, da glimmte es noch. Seit jener Zeit hat es kein Herr mehr geschafft, alle Funken zu töten. Oben unten die gleichen wie die Ulschen. Ja, da gibt's mal was los. Deswegen Freunde, zu, dass dies Feuer immer brennt. Hol mir den Zunder, ich blas in die Glut, werde den Wunder und ihr macht mir Mut. Bis jeder vom anderen die Heiterkeit kennt. Unser Feuer, sagt man. Es steht einer drauf und der pinkelt es an. Der stand noch nicht gestern, der steht jetzt seit heute und hat unser kostbares Kleinod entweiht. Wir haben geschlafen, wir gaben nicht Acht. Schau zu, dass ein Feuer weiter brennt. Hol mir den Zunder, ich blas in die Glut. Der will Wunder, wo ihr macht mir Mut. Bis jeder vom anderen die Heiterkeit kennt. Das Klavier war scheint zu laut.
So, jetzt kommt eine Uraufführung, meine Damen und Herren. Ich bin ganz aufgeregt. Das Lied habe ich erst jetzt am Wochenende zusammen mit der Stücke. Das hat dazu damit zu tun, dass wir ja vor 2 Jahren von Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeistern mit einem Zahlenspiel konfrontiert wurden, was bis dahin ganz neu war. 16 minus 8. Diese Frage wurde früher immer ganz einfach beantwortet, das wäre 8. Aber plötzlich hieß es bei uns, 16 minus 8 ist 32. Mit diesem Zahlenspiel hat man dann eine Volksabstimmung gewonnen. Und jetzt stehen wir da und haben dieses Desaster hier. Und ich möchte mal ein bisschen rückblenden mit diesem Lied und aufpassen, dass wir nicht in die Fäkalensprache abrutschen. Es kann ganz leicht passieren, dass es plötzlich das Stinkefinger oben ist und schon steht wieder in der Alten. 16 minus 8 ist 8. Wer hat sich das ausgedacht? Adam und Riese war der Große und alle haben's gekauft. Nichts anderes war erlaubt, doch im Ländle hört man Quatsch mit Soße. Rechnen wir das nochmal neu. Denken wir ans Geld dabei. Und jetzt wird neu geglaubt, nichts anderes ist erlaubt. 16 minus 8 ist 32. Ja, 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 ist 32. Aber das entfachte einen Streit. Ein ganzes Völklein war in zwei. Und man holte den großen Schlichter. Ja, was spricht da einer Geister? Ja, was spricht da? Ich war. Das nochmal ganz neu, nicht wahr? Denken nicht ans Geld dabei, nicht wahr? Ich mach mit dem Zack hier Schluss, nicht wahr? 16 minus 8, nicht wahr? Ist 32 plus, ja, ja, plus, 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 32 plus, 32 plus, und jetzt zisch ich ab in die Berge. Heidi, nicht wahr? Heida, nicht wahr? Ade, Eierkuchen, Zucker und Zimt verteilt die neue Regierung als Schmierung zur Schmierung. Yeah, 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 zur Schmierung. Wie die Hermann macht den Kompromiss, nehmen wir den halben Regiss. Lasst es uns bei Lichte recht sehen. 16 minus 8. 16, ja, 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 die einen sagen so, die anderen so. Als Verkehrsminister bin ich froh, dass ich mich nicht entscheiden muss. Und schreiben kann ich irgendeinen Schluss. Zum Beispiel ist ein Bahnhof stief und klein, kann er trotzdem besser sein als ein ebener und großer. Sag ich mal, als ebener und breiter, sag ich jetzt mal, als griechischer Begleiter, yeah, 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 yeah. Und so weiter, und so weiter. Wahrheit, aber Mehrheit mehr. Niemand hat die Absicht mehr, einen Rückbau zu errichten, mitnichten, mitnichten, yeah, yeah, yeah.
in die Winnie-Kopf-AG. Wenn ich da so stehe, sehe mit der SPD im Stellwerk der Macht, wie lebende Leichen. Was denkt ihr in der Nacht? Ich ahne, was wir zu träumen euch beschleichen. Wir stellen die Weichen, wir stellen die Weichen, wir stellen die Weichen für die Reichen. Ja, 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 ja. Wir stellen die Weichen für die Reichen. Und 16 minus 8 wäre 8. Ja, so haben wir früher auch mal gedacht. Die Adam Riese, der Große. Heute sagen wir Quatsch mit Soße. Immer wieder neu. Und wir schaffen für die Mafia dabei. Blind, gehorsam und sehr fleißig. 16 minus 8, letzte Meldung heute gleich 31. Wisst ihr was, Lili, wisst ihr was? 31, darauf scheiben. Vielleicht doch einer wäre der Bass rausgerutscht. Aber so ein Stinkefinger wird auch nicht nur auch noch abgelutscht. Ruhig Blut, Winni, Winni, ruhig Blut. Ich als Sänger hab euch immer unterstützt. Lange Jahre. Ja, mein Zünglein hat euch viel genützt. Und der gleiche, der für euch so cool sang, setzt doch euer Mist bei seinen Stuhl da. Oh, yeah, 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 yeah. So, jetzt hab ich's vor dem ausgeführt. Ich will ja nicht, dass ihr erstinkt. Ich will nur, dass mal wieder jemand lacht, weil 16 minus 8 macht. Weil 16 minus 8 macht. Weil 16 minus 8 ist. Er verbindet schon lange Jahre sein politisches Engagement mit seiner Musik. Wie ich höre, hat er heute auch CDs dabei. Also wenn es euch gefallen hat, könnt ihr daran ja nochmal einsteigen. Also das ist jemand, der einen langen Atem hat. Sowas, was wir auch brauchen.